Ich grüße euch. Was ist jetzt wichtig zu wissen für dich? Annette hier. So, ich schaue jetzt wieder an meinen magischen Fernseher die Woche vom 13.10. bis 19.10. und gucke, was sich für uns so ereignet, worauf wir achten müssen. Okay. Petrolgrüne Wege sehe ich oder Linien. Das sieht aus wie Wege, als wenn wir da langlaufen müssen. Wieder dasselbe Thema. Was ist das jetzt? Was heißt das jetzt, Leute? Okay. Das ist wie, als wenn wir da rüberlaufen. Das ist wie Farbe, Staub. Und Grün ist ja normal, ihr wisst, Maigrün, ich liebe es, Wachstum, Frühjahr, Neubeginn, neu ansehen, neu erschaffen. Und wir laufen darüber, ich muss das erst noch herausfinden. Und das staubt und diese Farbe verteilt sich über diesen Wegesrand hinaus in die Umgebung. Ah, oh, nein. Das immer herauszufinden, das ist echt zum Nerven, aber okay, geistige Welt. Also, das ist so wie, als wenn wir jetzt unsere eigene Landschaft im wahrsten Sinne des Wortes malen. Wie soll denn die neue Erde aussehen? Wie soll der Ort aussehen, wo wir sind? Wir sollen ganz genau in dieser Woche herausfinden, was wollen wir nicht, wie sollen die Farben sein? Und in erster Linie grün habe ich drin liegen. In dem Grün ist ein leichtes Grau, blau, wieso komme ich auf grau? Blau, vielleicht auch grau, keine Ahnung. Hat ja mal eine Ursache. Und das ist so wie, wir sollen nicht malen mit den Händen, sondern wir malen mit den Füßen. Wir laufen über unsere Leinwand. Ihr kennt es ja, es gibt ja Leute auf dem Boden, Stoff, Farbe, Füße, und das ist jetzt mein Meisterwerk, mein Kunstwerk. Und wir malen unser eigenes Kunstwerk, so wie wir das wollen. Versteht ihr? Wir machen das mit unseren Füßen, nicht mit den Händen, mit den Füßen. Mit den Füßen, Wurzel, Erdung, Anhaftung, hat das noch viel mehr Gewicht, noch viel mehr Wichtigkeit, noch viel mehr Richtigkeit für uns, mit den Füßen das zu machen. Weil wie viel Händekraft haben wir in den Händen, wie viel Kraft haben wir in den Füßen? Und das, was wir mit den Füßen machen, wo wir langlaufen, wo wir entdecken, wo wir über unsere Füße Herz, Herzöffnung, Füße, Liebe durch den ganzen Körper, Füße raus, Liebe, in die Erde reingehen. Versteht ihr? Mit unseren Wurzeln der Liebe Gottes, unseres Körpers, versteht ihr, hauchen wir der neuen Erde, dem neuen Gebiet, wo wir Wurzeln schlagen wollen, Wurzeln, Füße, merkt ihr was? Hauchen wir mit der Liebe unseres Herzens diesem Ort, diesem Stück, diesem Planeten das Leben ein. Meine Güte, hoffentlich versteht ihr das, aber ihr kriegt das ja schon alle. Ihr habt die anderen Videos auch verstanden. Das ist viel wichtiger. Mit unseren eigenen Füßen erkundigen wir das Gelände, den Planeten, den Ort, wo wir sein wollen. Wir finden heraus, was sind da für Farben, welche Möglichkeit habe ich. Und wir düngen die Möglichkeiten dessen, was da ist. Weil jetzt ist ja nichts da. Versteht ihr, das alles tot. Und wenn das alt nährend wäre, dann würden wir nicht hier weg wollen. Also wir wollen ja was Neues, wo wir einen neuen Planeten, einen neuen Orden, neues Sein finden. Aber das braucht die richtige Nährung. Und zwar das, was für mich gut ist. Für mich Annette, für dich Peter, für dich Gustav, für dich Claudia, für dich Luisa. Versteht ihr? Also über unsere Füße geben wir Informationen aus dem tiefsten unseres Seins, aus dem tiefsten unseres Herzens in diese Erde und erschaffen mit Herz und Füßen den neuen Ort, den neuen Planeten. Immer diese Geburt der neuen Videos, echt. Wir malen nicht mehr nur mit den Händen. Was wir mit den Händen machen können, wird niemals die Auswirkungen haben, wie das, was wir mit unseren eigenen Füßen, mit unseren eigenen Schritten, mit unserem eigenen Sein ausdrücken, umsetzen und erschaffen können. Und das ist ganz doll wichtig. Das Herz ist in dieser Woche offen.
Ich habe hier Sonne, Herz, Stern, Herz, Strahlen. Das heißt, wir fluten über vor Liebe, vor Hingabe für unsere Mitmenschen. Wir müssen nur aufpassen, wie gesagt, nicht den knuddeln, den wuddeln. Wie gesagt, die sind nicht auf unserer Ebene, versteht ihr? Die gucken dich an, dann kriegst du eine Faust in dein Gesicht und das ist nicht gerade angenehm. Also nur da die Liebe streuen über eure Fußsohlen. Deshalb Füße, Fußsohlen laufen, verstanden. Neue Erde, neue Basis, neuen Boden schaffen. Neue Knotenpunkte in der Erde mit dieser Liebe tränken und wie so Motor starten, liegt da. Aus etwas, was leer ist, etwas Volles machen. Und das sind wir. Wir, die an unseren Themen gearbeitet haben, unser Herz befreit haben, unser Sein befreit haben. Und all das fließt durch die Füße. Also achtet auf eure Gedanken und eure Gefühle. Ich hasse das. Aber das ist einfach so. Die Distel will ich in meinem Garten nicht haben. Das sage ich euch. Oder in Anführungsstrichen Unkraut. Die Unkraut sind ja auch nützlich. Aber es gibt halt auch Unkräuter, die nicht nützlich sind. Versteht ihr? Und das will ich da nicht haben. Also in dieser Woche achtet. Herz, Liebe, Herz, sprüht. Macht das in den Boden. Verstanden? Da können die anderen nichts machen. Verteilt eure Liebe. Verteilt euer Sein. Verteilt das Göttliche in dieser Woche im Boden. So, ich knuddel euch, ich wuddel euch. Das war wieder das Wichtigste aus dem Fernseher. Naja, ihr wisst schon. Ja, mal gucken, was so weiter noch kommt auf uns drauf zu. Ich bedanke mich für jeden Like, jeden Abo, jeden Kommentar. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wünsche euch einen schönen Tag. Bitte wieder Gott um den Segen für jedes einzelne von euch Seelchen. Macht's gut.